Ich bin der Geisler Thomas, ich bin Mitarbeiter von Energie Tirol. Energie Tirol ist die Energieberatungsstelle des Landes und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Energiethemen. Das kommt von der Heizung, geht über zur Gebäudehülle, aber eben auch schon seit einiger Zeit darf ich mich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen. Es gibt ein eigenes Projekt dazu, das nennt sich so Fertigol 2050, wo es eben schwerpunktmäßig darum geht, weil wir eben auch sehen, oder zukünftig die Elektromobilität einfach auch mehr sein wird, also das E-Auto, als einfach von A nach B zu kommen. Das wird sich viel mehr ins Gebäude integrieren. Es hat einen riesen Speicher, hat Potenzial, den selbst erzeugten PV-Strom, sage ich mal, zu speichern, zu nutzen. Und deshalb ist das bei uns eben Thema. Um was geht es in der nächsten Dreiviertelstunde? Mein Vater und ich haben gebeten, mal so Übergeordnetes zu erzählen, also warum E-Mobilität, was hat das für eine Bedeutung für den Tourismus und wie bin ich denn zu meiner Ladeinfrastruktur, was gilt es da mitzudenken. Ich glaube, ich habe es einiges gehört von verschiedenen Produkten und Angeboten und so weiter und ich versuche das ein bisschen auf anderen Ebenen zu vermitteln, sozusagen. Vielleicht werden wir mit allzu vielen Leuten bei Fragen sein, würde ich sagen, vielleicht einfach zwischenrufen, dass wir ein bisschen vielleicht in einen Dialog kommen und dass wir halt danach Dienstlich und Viertelmaschine aufhören wollen. Ich werde ein bisschen einen Tirol-Bezug bringen, vielleicht vor der Frage, wer ist alle aus Tirol? Überwiegenden Teil. Die spannende Frage mal, warum Elektromobilität. Warum ist das Thema jetzt so präsent? Warum geht es in diese Richtung? Dazu ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Wenn man sich das hier anschaut, dazu mal war man schon mobil. Mit Förderkutschen, das Problem war halt dann, ich sag's jetzt ganz offen, die Straßen waren voller Mist. Und das war das damalige Problem. Oft, wenn man ein Problem hat, oder aus einer Notwendigkeit, außer muss man sich bewegen, muss man sich um eine Lösung bewegen. Die Lösung, wo dazu mal eben das motorisierte Gefährt, war super, die Leute waren nur mehr mobil, die Straßen waren auch voll. Wenn man das die heutige Zeit vielleicht replizieren, haben wir jetzt eigentlich nicht die Straßen voller Pferde mischt, sondern die Straßen voller Autos, voller Abgase, die was einerseits für uns schädlich sind, fürs Klima, wie wir alle wissen. Und die Lösung in dem Fall, oder die beste Lösung, die was uns zu diesen gesetzten Zielen, die was wir anstreben, ist halt eben die E-Mobilität. Also sie werden uns helfen bei der ganzen CO2-Thematik, Klimathematik. An der Stelle muss ich aber auch sagen, wenn wir die Autos eins zu eins austauschen, werden wir genauso im Stau stehen. Sie nehmen uns Platz weg. Also es muss generell eine Mobilitätswende stattfinden. Aber in Bezug auf die Antriebstechnologie wird es ganz klar in Richtung, oder wird die Lösung die batterieelektrische Mobilität sein. Wie gesagt, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen, auf EU-Ebene, momentan findet gerade der Klimagipfel statt, hat sich Ziele gesetzt. Österreich und die Bundesregierung klimaneutralität bis 2040, wir in Tirol eben bis 2050 energieautonom. Und in alle Ziele, wenn man sich das ein bisschen genau anschaut, wird die E-Mobilität oder im Bereich Mobilität einen wesentlichen Beitrag leisten. Warum ist das jetzt so? Kurz einmal der Bezug zum Ziel in Tirol 2050, was war es? Wir wollen einerseits Energie einsparen. Und zum Zweiten, die Energie, was wir dann noch brauchen, soll zu 100% erneuerbar sein. Also wir wollen eine komplette Abkehr von fossiler Energie schaffen. Und zwar betreffend alle Sektoren. Und genau bei diesen zwei Punkten hakt jetzt die E-Mobilität ein, weil sie eigentlich beide Dinge erfüllt. Ganz kurz. Zum einen, der E-Motor, das E-Auto hat einfach sehr, sehr hohe Effizienz. Ich habe das mal versucht darzustellen. Und zwar, vielleicht ist dem einen oder anderen bekannt, dieses Well-to-Wheel. Also vom Bohrloch zum Rad.
also zum Autoladen dämmen. Wie viel Energie da aufgewendet werden muss. Und ich habe jetzt für diese drei Technologien gegenübergestellt, Verbrenner, Wasserstoff, E-Auto. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben 10 Kilowattstunden Energie zur Verfügung, das entspricht ungefähr, wenn ich so begriff, einem Liter Diesel, dann kriegen wir mit dem Verbrenner 13 Kilometer, mit dem Wasserstoff 17 Kilometer und mit dem E-Auto 31 Kilometer. Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, nachher diese ganze Thematik, was man oft in den Medien hört, in Bezug auf Technologieoffenheit, Technologieneutralität, ich glaube, da braucht man es im Pkw-Bereich oder im motorisierten Individualverkehr nicht lang unterhalten oder diskutieren, in was für Richtung das gehen wird, damit man überhaupt die Ziele, was wir jetzt gesetzt haben, damit es überhaupt in eine realistische Reichweite kommt. Darf ich fragen? Bitte. Was hast du bei Elektro mit der Reichweite da mit eingreifen? Also nicht jetzt die direkte Energie, sondern da hast du jetzt noch also, Verlust eingreifen. Also wirklich die Energie, damit, also weil jetzt 10 Kilowatt kriegen wir normalerweise rein. Genau, und du hast die ganze Vorkette dabei. Ne? Die ganze Vorkette, die Herstellung von Diesel, von Benzin, alles, da fließt auch Energie ein, damit man das herstellt, damit das transportiert wird, bis es dann schlussendlich im Tank ist und bis die dann schlussendlich geformt wird. Also alles, was davor auch passiert. Beim Elektroauto auch, zum Beispiel die Herstellung von Strom. Also Strom, da sind Faktoren, wenn Strom jetzt aus österreichischem Strommix kommt oder in 100% aus Photovoltaik. Also da gibt es vom Umweltbundesamt in Österreich, habe ich die Welt übernommen. Zum Beispiel ist beim Verbrenner ist der UGM 6,4 Liter pro 100 Kilometer, beim Wasserstoffauto 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und beim E-Auto sind wir bei 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das ist umgerechnet auf die Energiemenge. Aber wie gesagt, das ist alles, was davor auch nicht passiert. Okay. Es gibt natürlich auch dort Bilanzgrenzen Tank-to-Wheel, also vom Tank bis zum Radl. Aber energiepolitisch ist das interessant. Gell? Weil einfach zum Beispiel Wasserstoffherstellung, E-Fuels ist auch immer so ein Thema. Ich meine, es braucht Unmengen an Energie. Das sind sehr, kann man sagen, wertvolle Energieträger, die finden oder müssen in andere Sektoren, in andere Bereiche Anwendung finden. Sei es Wirtschaft, Schwerlastverkehr, Flugzeug, Schiffsverkehr. Ich meine, das wollen wir auch alles dekarbonisieren. Vielleicht wem, das hätte ich jetzt vorher erklären müssen, Kilowattstunden kW, vielleicht ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob jedem das ein Begriff ist. Es gibt mir zumindest für unsere Infoarte und Weiterbildung oft mit. kW ist Leistung, das ist ja momentan Welt. Bestes Beispiel Glühbirne, hat 60 Watt, alte Glühbirne, die brennt eine Stunde lang, dann habe ich 60 Wattstunden Energie verbraucht. Also Kilowattstunden in dem Fall ist ja das, was jeder von uns auf der Stromrechnung hat und dafür bezahlt. Also hat das den Unterschied zwischen kW und kWh. Ja, und der zweite Punkt, wenn wir uns jetzt wieder dieses Ziel vor Augen führen, jetzt haben wir gesagt, wir müssen Energie einsparen, das gelingt uns, weil der E-Motor, das E-Auto sehr effizient ist im Vergleich zum Verbrenner. Und das zweite ist eben, wir müssen unser Auto ja irgendwie antreiben. Und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit, dass das sauber und umweltfreundlich passieren kann. Sprich, mit sauberem Strom. Das heißt natürlich, wir müssen ja gleichzeitig erneuerbare Energieträger ausbauen. In Tirol haben wir vor allem ein großes Potenzial im Photovoltaikbereich. Also das muss natürlich auch gleichzeitig passieren. So. Was heißt das jetzt für den Tourismus? Warum soll man sich mit dem Thema auseinandersetzen? Wenn wir vom Elektroauto reden, kann man mal unterscheiden vom rein batterieelektrischen, ich glaube, das ist eben ein Begriff, ich habe einen Akku, externe Lademöglichkeit, E-Motor, der E-Hybrid gibt es auch noch, das ist was eine Kombination aus Verbrenner und Elektromotor darstellt. Beide haben wir in dem Fall die Möglichkeit, dass man es extern beladen kann. Beide haben einen Stecker. Da einmal für euch, für Sie, um das vielleicht die Notwendigkeit ein bisschen greifbarer zu machen. Also die Neuzulassungen von Batterie elektrisch und Plug-in-Hybrid, also Autos mit einem Stecker,
wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, und das ist ja ein Förderungsthema. Das ist ja ein Thema, was gesteuert ist von der Politik. Natürlich. Holland hat 50% Förderung auf BF. Natürlich, Norwegen hat auch enorm mehr Anreize. Ja, natürlich. Und wie sagt man, das spiegelt die Realität wieder. Das spiegelt das, was da ist, da, aber nicht die Realität, wieso der Kunde es kaufen würde. Und wenn ich ein Auto für 50.000 Euro und 25.000 kriege, dann werde ich immer das nehmen. Und wenn ich dann noch Förderungen kriege im Hintergrund, dann ja. Natürlich, aber ich sage es jetzt ganz, wenn es jetzt immer um den Preis geht, dann wird, glaube ich, der Großteil mit einem asiatischen Modell unterfangen. Also, diese Preisargumente lasse ich nicht immer gelten, gell? Weil es gibt natürlich ja, es geht nicht ums Asiatische, aber es geht einfach um das, dass halt das reine BEV oder das PHEV einfach so vieles mehr kostet, dass der Kunde nicht kaufen würde. Egal ob asiatisch oder deutsch oder irgendwas. Ja, aber in dem Fall muss man halt auch sagen, oder muss man sich die TCOs anschauen, das ist über den Lebenszyklus, weil da ist schon günstiger, teilweise. Teilweise. Aber natürlich, je mehr auf den Markt kommen, je mehr man Skaleneffekte nutzen kann, umso günstiger werden sie auch. Von der Entwicklung her. Ja, es geht ja nicht um die Entwicklung, es geht um die Förderung, um das künstliche. Naja, aber ich muss. Verschieben. Was heißt künstlich verschieben? Ich meine, man hat sich Ziele gesetzt, man muss die erreichen, sind Stromstrafzahlungen. Deshalb muss man natürlich auch die Leute einen Anreiz bieten, dass es in diese Richtung geht. Also, das ist schon bei vielen Dingen so. Das passt schon, nur besucht die Folie ist nicht. Ja, das spiegelt schon die Realität, weil bei einem Norwegen sind die Zulassungszahlen bei 80%. Also. Was für ein Kopf? Die Prozentanlage steht dann so gemeint für die. 80% der Neuzulassungen. Achso, dann auch. Was? Ja. Zusammen mit. Bleibt in der Zeit. Jedes achte Auto ist ein Elektroauto. Ah, okay, das ist von mir. Bei den Chart war dann noch interessant wissen, wie viel ist da privates Fahrzeug, wie viel ist geschäftliches Fahrzeug, weil das ist natürlich noch interessanter für einen Unternehmer wie für einen privaten. Und das sind primär wahrscheinlich geschäftlich genutzte Fahrzeuge. Gibt da vollkommen recht. Natürlich, Norwegen braucht man nicht reden, gell? Die haben brutale steuerliche Anreize. Gell? Mhm. Dass das so in die Häfen schießt, ist logisch. Und hat Norwegen nicht ab gewissen Jahrzehnten Verbrennerverbot schon? Ich glaube, 25 haben die jetzt sich. Ja, ja, ganz. Deswegen schnell durch. Ja, du kannst ein hartes Parken mit dem E-Auto in der Stadt und einem Typ. Also, ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, man muss natürlich gewisse Dinge lenken als Politik und in dem Fall sind es halt die Anreize, die Förderung. Diesel ist auch subventioniert worden, jahrzehntelang. Nee, es passt ja, das war jetzt nicht das Thema, aber ich sag, alles klar. Gut, schauen wir uns vielleicht kurz ins Österreich, weil ich die Zahlen sind gerade kurz da kommuniziert worden. Sind wir aktuell bei den Neuzulassungen. Jetzt wollte ich noch auswendig, aber je nach Deutsch drüber. Bestand. Sich mal die Entwicklung in den letzten Jahren brutal nach oben gegangen. Norwegen auch, sticht natürlich auch wieder außer. Weil das ist aber auch fähig schon damit noch so beschäftigt haben, früher die Anreize gesetzt haben. Aber auch in die anderen Länder, gell? Niederlande, Deutschland, klassische Urlauber, sage ich mal, in Tirol, da war das Thema werden wird. Ja. Also, was du sagen willst, ist ja, glaube ich, es ist massiv steigend. Also müssen wir uns darauf vorbereiten, weil die Leute kommen nicht so wohl. Kommen wir auch, ja. Genau. Also da habe ich noch Abschluss. Jetzt hast du mich ein bisschen vorgegriffen. Aber ich glaube, wir brauchen nicht lange diskutieren, in was für Richtung oder was das geht. EU, wer es mitgekriegt hat sich jetzt mal zumindest den Vorschlag oder so durchgerungen, dass man 2035 ins Auge gefasst hat, dass die Verbrenner verboten werden. Ja. Werden wir sehen, ob es durchgeht, aber irgendwann wird, kann man davon ausgehen, eine Entdatung kommen. Ja. Was hat es ins Auge gefasst? Also irgendwann gibt es eine Entscheidung und jetzt gibt es einmal einen Vorentwurf. Nein, das ist entschieden. Oder ist das schon entschieden? Das ist entschieden. Aber das ist eigentlich nicht mehr lang, oder? Ja. Das heißt aber nicht, dass du dann kein Auto mehr kriegst, kein Verbrenner mehr, sondern dass du einfach in der EU keine neue Typisierung kriegst. Genau.
Also es fahren, 2050 wärst du immer noch Verbrenner. Es fahren immer noch Verbrenner rum, aber du kannst keinen mehr kaufen. Keine neuen, also keine Neuzulassungen halt. Genau. Ja, Neuzulassungen schon, Neutypisierungen. Ja. EU-Typisierungen. Ja, ja. Man kann gebaut von Herr Lima. Ja, du kriegst ja neue, noch 235. Ist wurscht jetzt. Vor allem Modelle, ja. Ja, ja. Ja, aber Fazit, einzelne Autos mit der externen Lademöglichkeit, die werden einfach massiv steigen. Ja, also du, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Du hast eh schon gesagt, ein Bedarf werden kommen. Die Leute werden kommen und die werden auch einfach laden. Das ist jetzt gleich der nächste Punkt, wenn wir uns das zuschauen. So. Wer selber, was jetzt, hat jemand ein E-Auto? Doch einige. Das ist wahrscheinlich nichts Neues. Ladeleistung, kW, direkter Bezug eben auf in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit, das ist ein relevanter Faktor. Man kann das prinzipiell mal einteilen, also für die, die es nicht wissen, mit wenig kW bin eher im privaten Bereich gefahren. Also, oder kann man sagen, da, wo ein Auto einfach länger steht. Höhere Ladeleistungen, beschleunigtes Laden, Schnellladen, wo man so ab 50 kW davon redet, redet man oft dann vom Schnellladen, also auch vom Gleichstromladen, und das wird eher Thema sein im öffentlichen Bereich. Oder da, wo einfach der Faktor Zeit eine größere Rolle spielt, wenn ich einfach schnell nachladen will, weil ich am Weg zum Gardasee bin, nach Bazien, keine Ahnung, da wird man da diese Ladeinfrastruktur benötigen. 50 kW.